Ja, schönen guten Morgen. Der Kollege hat mit Ihnen letzte Woche einiges an Notationen besprochen. Sie haben so grundlegende Arbeitsweisen der Analysis schon kennengelernt. Sie haben vor allem einiges an reellen Funktionen gesehen, die also ganz entscheidend die Objekte sind, mit denen wir uns in der Analysis beschäftigen wollen. Und das ist auch schon das Stichwort, Sie haben sich mit reellen Funktionen beschäftigt. Also von Teilmengen von R nach L. Aber was waren überhaupt die reellen Zahlen? Bisher war es so, dass wir das relativ esoterisch eingeführt haben. Wir haben gesagt, man nimmt sich die Zahlen gerade. Und inwiefern nimmt man sich die? Man sagt, na gut, dieser Zahlenstrahl wird dadurch fixiert, dass man 0 fixiert, 1 fixiert. Damit ist eine Ordnung vorgegeben. Und die reellen Zahlen sind alle die, die diese Zahlen gerade ausfüllen. Ja, okay. Also das ist schon ziemlich Handwaving. Das ist die richtige Vorstellung zu den reellen Zahlen. Und das ist die, mit der wir arbeiten. Aber axiomatisch gesehen fehlt uns da was. Das ist nicht rigoros genug. Und deswegen werden wir jetzt über einen axiomatischen Zugang zu den reellen Zahlen sprechen. Das heißt, wir werden die Menge R, die Menge der reellen Zahlen, also Menge der reellen Zahlen, jetzt rigoros einführen. Und rigoros, den Zugang, den wir hier wählen, wird ein axiomatischer sein. Das heißt, wir werden sagen, die reellen Zahlen, das soll jene Menge von Zahlen sein, die Folgendes erfüllt. Und das wird genau mit unserer Vorstellung, was die reellen Zahlen auf der Zahlengeraden eben bedeuten, übereinstimmen. Und was wir hier eben sehen werden, ist, dass wir R hier einführen als einen angeordneten, also angeordneten vollständigen Körper. Also R, werden wir sehen, ist ein angeordneter, vollständiger Körper. Und was das bedeutet, genau das wollen wir jetzt sagen. Also, dass R diesen drei Bedingungen genügt, dass er angeordnet ist, dass er vollständig ist und ein Körper, das werden wir jetzt in Axiome verpacken. Und was ich Ihnen gleich schon verraten muss, ist, Axiome, die können Sie nicht beweisen oder widerlegen. Das heißt, das werden Dinge sein, die müssen wir annehmen, oder Sie können sie auch nicht annehmen. Also das ist ungefähr so, wie Sie können an eine höhere Macht glauben oder nicht. Aber bitte, ich sage es Ihnen gleich schon vorab, glauben Sie an die reellen Zahlen, ich bitte Sie darum. Sonst werden wir also sehr schnell über unterschiedliche Dinge sprechen. Ja? Und diesen Glauben werden wir in 13 Axiome verpacken. Das erste werden die sogenannten Körperaxiome sein. Also das werden 9 Axiome sein, wir werden sie betiteln mit A1 bis A9. Also die ersten 9 Axiome, die sagen werden, die reellen Zahlen sollen ein Körper sein. Das nächste wird sein, dass wir sagen, was angeordnet bedeuten soll. Und auf der Zahlengeraden ist Ihnen das auch klar, da soll es irgendwie eine Ordnung geben. Es soll irgendwie klar sein, was sowas bedeutet, wie eine Zahl ist größer als die andere, oder? Und das werden wir verpacken in den Axiomen A10 bis A12. Und das ganz, ganz entscheidende Axiom wird dann das sogenannte Vollständigkeitsaxiom sein. Ja, das führt dazu, dass das dann vollständig ist. Und das macht mehr oder weniger die reellen Zahlen aus im Vergleich zu anderen Körpern, die angeordnet sind. Auch über das werden wir reden. Also A13 wird dann das entscheidende Vollständigkeitsaxiom sein. So, ja, viel Blabla. Jetzt müssen wir das mit Inhalt füllen. Jetzt werden wir also Stück für Stück sukzessive durch diese ganzen Axiome durchgehen und schauen, was macht die reellen Zahlen aus. Und das erste sehen wir hier, sind die sogenannten Körperaxiome. Also zunächst einmal, was sind die Körperaxiome? Und das werden also jetzt diese hier sein, A1 bis A9. Und hat man Ihnen in der linearen Algebra schon verraten, was ein Körper ist? Ja, nein, vielleicht. Könnte passiert sein, oder? Also, deswegen gehen wir jetzt da relativ schnell noch einmal durch. Was ist entscheidend bei einem Körper? Ja, eine Menge muss mit entsprechender Struktur versehen werden. Und diese Struktur braucht zwei Verknüpfungen. Das eine ist das, was wir typischerweise mit Plus bezeichnen. Und Plus ist eine Abbildung, die vom kartesischen Produkt R kreuz R nach R geht. Und was soll hier passieren? Naja, zwei reelle Zahlen, xy, sollen auf ihre Summe abgebildet werden. Das ist der zugehörige Funktionswert, den Sie gerne auch schreiben können als Plus
von xy, aber kein Mensch schreibt es so. Oder? Also, der Funktionswert, den bezeichnen wir mit x plus y und bitte beachten Sie, plus ist eine Abbildung. Einem Paar von reellen Zahlen wird die Summe zugeordnet, die wieder eine reelle Zahl sein muss. Genauso haben wir eine zweite Verknüpfung, die Multiplikation, die auch Paaren von reellen Zahlen reelle Zahlen zuordnet. Also auch hier wird einem Paar xy von reellen Zahlen etwas zugeordnet, und zwar wieder eine reelle Zahl. Und dafür schreiben wir x mal y statt mal von xy. Also Sie können auch das recht schreiben, nur, ja, tun Sie es bitte nicht. Also, wir schreiben hier x mal y, x plus y, das ist die übliche Notation, die also hier gewählt wird. Und diese beiden Verknüpfungen hier, die geben jetzt eben R-Struktur. Also, R versehen mit dieser Addition und dieser Multiplikation soll jetzt eben ein Körper sein. Jetzt muss man halt sagen, ja, was bedeutet das, dass das ein Körper ist? In der linearen Algebra, denke ich, hat man Ihnen das schon verraten. Da müssen eben 9 Axiome erfüllt sein. Wir fassen sie geschwind zusammen. Naja, das erste ist einmal, dass die Addition Ihnen recht viel an Struktur geben muss. Genauer ist es so, wenn Sie die reellen Zahlen mit der Addition betrachten, dann muss das eine kommutative Gruppe sein. Oder Sie haben vielleicht auch gehört, abelsche Gruppe. Also, das hier muss eine kommutative Gruppe sein. Was heißt denn das? Was ist eine kommutative Gruppe? Das haben Sie gelernt, ich weiß es. Wenn die Multiplikation in der Gruppe gilt, was ist denn hier die Multiplikation in der Gruppe? Achtung, Multiplikation ist bei uns verbraucht für diese Verknüpfung mal. Ja? Und Sie meinen eben, dass die Gruppenverknüpfung, die wir hier nennen, die Addition, also plus, was gilt? Also in Summe müssen 4 Eigenschaften erfüllt sein, oder? Und was sind die 4 Eigenschaften? Okay, Moment. Also, wir brauchen hier mal, und ich glaube, im Skript haben Sie das unter A2, wir brauchen ein sogenanntes neutrales Element. Und da würde ich sagen, in dem Fall nennt man das das Nullelement, oder? Also, bei der Addition sagt man hier, das ist das Nullelement, was hier das neutrale Element ist. Also, wir bezeichnen das mit Null. Und wodurch ist das ausgezeichnet? Ja, das ist das, was ich zu jeder reellen Zahl dazuzählen kann, sodass die reelle Zahl selbst herauskommt. Also, das neutrale Element bezüglich Plus. Dann, was ist hier das erste Axiom, zumindest in dieser Reihenfolge? Ja, das ist die Assoziativität, oder? Schreiben wir sie uns einmal schnell hin. Das bedeutet, für alle xy und auch z, die reelle Zahlen sind, soll gelten, wenn Sie x plus y zunächst bilden und dann z dazuzählen, kommt das gleiche raus, wie wenn Sie zuerst y plus z bilden und dann x dazuzählen, also so rum halt. Auf gut Deutsch, Assoziativität heißt, auf die Klammersetzung kommt es nicht drauf an, oder? Also es ist egal, in welcher Reihenfolge Sie das also durchführen, ob Sie zuerst die beiden Zahlen addieren und dann die andere dazu, spielt keine Rolle. Das ist Assoziativität, das Assoziativgesetz. Dann, was braucht man noch bei einer Gruppe? Dort muss es geben inverse Elemente, oder? Also zu jeder Zahl muss es ein inverses geben, also inverses. Und das Inverse hier bezeichnen wir natürlich mit minus x. So wie das üblich ist, also wenn Sie eine reelle Zahl haben, dann bezeichnen Sie mit minus diese reelle Zahl. Das ist nur eine Schreibweise, ein Name. Sie könnten es auch Klaus nennen, ist halt unüblich. Dann bezeichnen Sie damit das Inverse. Das ist jene Zahl, die zu x dazuzählen muss, sodass ich auf das Nullelement komme. Dann das Letzte, was wir brauchen, ist was? Was fehlt uns noch? Kommutativ muss die Gruppe noch sein, das steht schon da oben, oder? Das Kommutativgesetz müssen wir halt auch noch verlangen. Und was bedeutet das? Na, wenn Sie sich 2 reelle Zahlen nehmen und Sie zählen die zusammen, dann können Sie sich die Reihenfolge aussuchen. Also, man könnte es auch Vertauschungsgesetz nennen, war nicht gerade so üblich, Kommutativgesetz. Also, das bedeutet, Sie dürfen hier die beiden Argumente vertauschen. Also, abstrakter hingeschrieben ist es halt so, dass Plus von xy das gleiche ist wie Plus von yx, oder? Bei einem Paar kommt es auf die Reihenfolge drauf an, aber bei dieser Abbildung plus können Sie die beiden Komponenten im Argument vertauschen. Das ist das Kommutativgesetz. So, 4 Axiome haben wir zusammen. Wie geht's weiter? Ja, jetzt haben wir nur mal die Addition abgehandelt. Reelle Zahlen kann man aber nicht nur addieren, sondern eben auch multiplizieren. Und hier verlangen wir, dass R
versehen mit der Multiplikation auch eine kommutative Gruppe ist, denken aber sofort nach, dass das keine gute Idee ist, wenn wir es so hinschreiben. Weil, was müssen wir aufpassen? Genau. Und warum müssen wir 0 rausnehmen? Ja, weil 0 wird eben gerade kein inverses Element besitzen, oder? Bezüglich der Multiplikation. Und deswegen betrachten wir hier R Stern. Und das soll eine kommutative Gruppe sein, genau wie hier oben in diesen 4 Axiomen. Und dieses R Stern ist nichts anderes als R ohne die 0. Also das heißt, als R schneiden wir die 0 heraus. Und dann muss eben R Stern zusammen mit der Multiplikation wieder eine kommutative Gruppe sein. Ja, was muss erfüllt sein? Diese Axiome, die da stehen, bloß dass sie überall statt einem Plus einmal schreiben müssen. Und wir schreiben es uns vielleicht nochmal ansatzweise hin. Also zum Beispiel, wo fangen wir denn an? Bei A5. Also ich glaube, das ist klar, das ist das Assoziativgesetz. Dann A6 wäre also, dass es ein neutrales Element gibt und das nennt man natürlich das 1-Element hier. Element. So. Und das 1-Element bezeichnen wir mit, wer hätte es gedacht, 1. Das ist die übliche Notation hier, oder? Also 1 ist das 1-Element, das ist jenes, mit dem ich jede von diesen Zahlen multiplizieren kann und bitte nicht die 0, sodass die Zahl selbst herauskommt, oder? Ich meine, die 0 können Sie jetzt auch mit 1 multiplizieren und es kommt also entsprechend 0 heraus, aber wie gesagt, die ist da halt jetzt nicht drin, ja? Dann haben wir noch A7. Das wäre also die Existenz des Inversen. Also Inverses. Und da ist die übliche Notation x hoch minus 1. Also x hoch minus 1 schreiben wir für das inverse Element bezüglich der Multiplikation. Und das machen wir also für jedes x aus L Stern. Und bitte eben nicht für die 0. Für die 0 gibt es kein inverses Element bezüglich der Multiplikation. Dann das Letzte, was wir brauchen, ist auch hier das Kommutativgesetz, weil es eine Abelsche Gruppe sein soll. Also Kommutativgesetz haben wir hier auch noch dabei und damit haben wir schon 8 Axiome zusammengesammelt. So, was macht jetzt das Ganze zum Körper? Was braucht man noch? Das Problem ist, bis dahin haben Addition und Multiplikation nichts miteinander zu tun. Und die müssen irgendwie verträglich sein. Und wie werden die verträglich? Ja, durch ein zusätzliches Rechengesetz könnten Sie es nennen. Das Verteilungsgesetz. Sag gar kein Mensch, Distributivgesetz. Also, wir brauchen noch das Distributivgesetz. Distributivgesetz. Und was sagt das Distributivgesetz? Ja, dass sich Addition und Multiplikation miteinander vertragen, also die sind gute Freunde. Und inwiefern es soll gelten, wenn Sie x mal y plus z schreiben, dann können Sie gerade so gut eben x mal y plus x mal z schreiben. Also das Ausmultiplizieren, wie Sie jetzt vielleicht da irgendwie dazu denken, oder? Das funktioniert. Und wenn das nicht funktionieren würde, hätten wir keinen Körper. Also Addition und Multiplikation müssen sich in dieser Form vertragen. Also das Distributivgesetz muss gelten. Und wenn alle diese Axiome erfüllt sind, also A1 bis A9, das wäre also hier das letzte der Körperaxiome, dann entsprechend sprechen wir von einem Körper, also R versehen mit Plus und Mal ist unter diesen Axiomen jetzt ein Körper. Ja, schön. Körper gibt es viele, sage ich jetzt einmal, das ist also nichts Besonderes. Was für Körper kennen Sie denn noch so? Die Frage, die wir uns nämlich stellen sollten, was macht die reellen Zahlen so besonders? Ist das was Besonderes, dass er Körper ist? Also, finden Sie, das ist was Besonderes, nichts Besonderes, ist es Ihnen egal? Das kann auch sein. Also Sie wissen schon, die reellen Zahlen sind das Kerngeschäft in der Analysis. Gell? Das ist das, mit dem wir uns beschäftigen müssen, Funktionen darauf betrachten und so weiter. Also Sie sollten ja ein bisschen lieb gewinnen, das wäre ganz gut. Das sollte Ihnen nicht egal sein. Also was würden Sie sagen? Können Sie mal ein anderes Beispiel eines Körpers nennen? Genau, also Bemerkung. Bis jetzt nichts Spannendes, Besonderes passiert. Wir könnten nämlich gerade so gut die rationalen Zahlen mit Plus und Mal in üblicher Variante nehmen und das ist auch ein Körper. Ja? Also, warum nicht nur die rationalen Zahlen nehmen?
Also bis dahin wäre das auch kein Thema. Ja? Also bis dahin könnte man einfach sagen, uns reichen die rationalen Zahlen, die bilden auch einen hübschen Körper und damit haben wir unser Auskommen. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir also die Körperaxiome abgedeckt. Habt ihr dazu mal Fragen? Also sonst bitte schreien und kenntlich machen. Da gibt es eine. Sind da Unterschiede zwischen dem Körper und dem Ring? Körper und am Ring? Ja, schlussendlich Körper und am Ring. Da ist also der Punkt, dass das eben sogar noch eine kommutative Gruppe sein muss und das Distributivgesetz gilt, oder? Also bei den ganzen Zahlen, sehen Sie schon, haben Sie bezüglich der Multiplikation kein Inverses. Und die ganzen Zahlen bilden aber einen Ring. Okay? Also der Unterschied zwischen einem Körper und einem Ring ist, ein Ring hat weniger Struktur als ein Körper. Also Körper ist strukturell, sage ich mal so, das Höchste der Gefühle. Ja? Also, sagt, wenn Sie das ein bisschen emotional behaftet haben wollen. Ja? Also sonst sagen Sie einfach, es ist strukturell das Höchste. In diesem Sinne, also in dieser Anordnung von Gruppe, Ring, Körper. Okay? Gut, das nächste, was wir brauchen, ist also nicht nur dieses Axiom A1 bis A9, sondern wir brauchen jetzt zusätzlich, wie wir versprochen haben, die Anordnungsaxiome. Also Anordnungsaxiome. Das ist also hier der nächste Punkt. Jetzt haben wir mal einen Körper, das ist eh schon viel Struktur, aber jetzt kriegt er noch mehr Struktur. Und das, was er noch mehr kriegt, ist, er kriegt eine ganz bestimmte Teilmenge ausgezeichnet. Und die Behauptung ist, und das ist nicht nur eine Behauptung, sondern etwas, was wir fordern, es gibt eine Teilmenge, also eine Teilmenge, die wir bezeichnen als R+, und das ist eine Teilmenge der reellen Zahlen, und man bezeichnet sie als die Menge der positiven reellen Zahlen, da werden Sie vielleicht fast drauf kommen, mit folgenden Eigenschaften. Also mit folgenden Eigenschaften. Also noch einmal, ich schreibe es Ihnen da in Klammer hin, das R+ hier, das wäre also die Menge der positiven reellen Zahlen. Also positive reelle Zahlen. Und die Menge habe ich jetzt noch nicht geschrieben, aber ist natürlich so. Also es gibt positive reelle Zahlen. Warum entspricht das dem, was wir vom Zahlenstrahl her kennen, von der Zahlengeraden? Ja, das entspricht dem, weil wenn wir 0 auszeichnen, dann ist uns klar, alles was rechts von 0 liegt, das ist positiv. Uns ist es so geläufig, dass wir das also nie bezweifeln würden, dass es dieses R+ gibt, oder? Aber das ist auch hier jetzt eine Forderung. Und wir müssen jetzt überlegen, was macht positive reelle Zahlen aus? Und zwar in dem Sinn aus, wie wir es gewohnt sind. Und das erste Mal, was wir gewohnt sein sollten, ist das Axiom, was wir jetzt fordern, A10. Für eine reelle Zahl gibt es welche Möglichkeiten in Bezug auf dieses R+? Na, entweder es liegt drin, oder das Negative liegt drin, oder, dritte Option, ist 0. Also noch einmal, was habe ich Ihnen jetzt gerade da erzählt? Entweder eine reelle Zahl ist positiv oder sie ist negativ. Wenn sie allerdings negativ ist, dann ist ihr Negatives positiv. Ziemlich schlaue Sprechweise eigentlich, oder? Und dann sehen Sie, 0 könnte es auch noch sein. Aber das sind die einzigen drei Optionen, die es geben soll. Also nur eine dieser drei Bedingungen soll erfüllt sein. Also nochmal, für alle x aus R gilt genau eine der folgenden Bedingungen oder Aussagen können Sie ja schreiben. Entweder x ist bereits eine positive Zahl, dann liegt es also rechts von 0, müssen wir uns vorstellen, auf der Zahlengeraden, oder das Negative ist eine positive Zahl, man nennt solche Zahlen auch negative reelle Zahlen, oder x ist 0. Also x ist das Null-Element, das neutrale Element bezüglich der Addition. Und andere Optionen soll es nicht geben. Also es gibt nur positive, negative reelle Zahlen und noch die 0 dazu, das macht also die gesamten reellen Zahlen aus. Haut sie jetzt wahrscheinlich nicht vom Hocker, oder? Was noch wichtig ist, ist, was kann man denn alles so mit positiven Zahlen machen, sodass sie positiv bleiben? Also wir wollen uns jetzt überlegen, was Plus und Mal angeht, was erhält Positivität? Und die Antwort ist, beides. Wenn Sie zwei positive Zahlen addieren, dann ist das Ergebnis positiv. Wenn Sie sie multiplizieren, ist das Ergebnis
positiv. Und das ist entscheidend an den positiven reellen Zahlen. Die sind sozusagen abgeschlossen bezüglich Multiplikation und Addition. Also die können zusammen multiplizieren, zusammen addieren. Es bleibt immer positiv. Und das sind also zwei Forderungen, die wir noch haben. Wenn wir zwei reelle Zahlen nehmen und die sind positiv, dann soll auch die Summe wieder positiv sein. Und bitte beachten Sie noch einmal, das ist jetzt nicht so, dass wir so tun, als wir hätten schon die reellen Zahlen und sagen, wow, das gilt. Sondern das sind Forderungen an die reellen Zahlen. Ja? Die Menge der reellen Zahlen soll das alles erfüllen. Und dann natürlich braucht man das Gleiche noch für die Multiplikation. Das heißt also, nächstes Axiom, A12. Es soll gelten, wenn wir uns zwei reelle Zahlen schnappen, die positiv sind, also Elemente von R+, dann soll gelten, dass x mal y auch eine positive reelle Zahl ist. Oder noch einmal, Sie können es so formulieren, A11, A12 bedeutet, dass die positiven reellen Zahlen abgeschlossen bezüglich Multiplikation und Addition sind. So können Sie es formulieren. Ja? Soweit zufrieden? Ich glaube, das können Sie sich vorstellen, oder? Ich stelle Ihnen jetzt einmal eine kleine Frage. Also, schauen wir mal, ob das wieder so toll funktioniert wie immer. Also, Smartphones bitte ausgepackt. Ich hoffe, das haben Sie alle gesehen und die Nummer auch und so. So. Also, Frage ist freigegeben. Und die Frage sehen Sie also hier. Also ich hoffe, Sie sind alle noch im Ars Nova eingeloggt. Ja? Irgendjemand, der noch einen QR-Code oder eine Nummer braucht? Okay. Dann schreiben wir noch einmal geschwind die Nummer ab. Also ars.nova.uipk.ac.at mit diesem Code einloggen, dann können Sie abstimmen. Ja, Sie können schon mal raten. Also, wie Ihr Kollege da vollkommen richtig sagt, ist, was vollständig bedeutet, wissen Sie noch nicht. Aber ich will ja nur mal von Ihnen einen Tipp kriegen. Ich will wissen, glauben Sie, dass es stimmt oder glauben Sie, dass es nicht stimmt? Also es ist im Prinzip sehr unmathematisch. Ich habe Ihnen keine präzise Definition gegeben und verlange von Ihnen trotzdem schon eine Intuition. Aber ich glaube, Sie haben doch ein bisschen entsprechende Vorbildung und eine ganz gute Idee dazu, oder? Frage? Das ist ein sehr guter Einwand. Ja, hier sollte eigentlich einmal das vollständig weg sein. Ich bin mir aber relativ sicher, dadurch, dass es 1:1 so auf der Tafel steht, dass es vielleicht nicht sehr schlimm ist. Also, Entschuldigung, hier sollte vollständig gestrichen werden. Ich bilde mir zwar ein, dass ich das geändert habe, aber habe ich anscheinend nicht gespeichert. Entschuldigung. Sehr guter Einwand. Ja. Also bitte beschäftigen Sie sich vor allem mit erstens und zweitens. Also, wir sehen 73 Antworten. Das müsst ihr jetzt da so vermuten. Das ist irgendwie so Länge mal Breite der Studierenden. Was gibt es jetzt da so ungefähr an Quadratstudierenden? Also ich glaube mehr als 73. Anscheinend mindestens 84. Ah, die 100 könnte man schon noch knacken. 93? Ertragt sie überhaupt so viel Spannung? Es geht, gell? 98. 104. So, jetzt sind wir zufrieden. Also, was sagt ihr da dazu? Ja, dass wieder die falsche Auswertung daherkommt. Na, oder doch, jetzt ist einmal die richtige. Hurra. Okay, also 12% sind der Meinung, dass die rationalen Zahlen einen vollständig angeordneten Körper bilden. Also 78% sagen, angeordnet ist er, aber vollständig vielleicht nicht zwingend, oder? Das ist das, was die zweite Option sagt. Und wir sehen also noch das Rechte hier, wo interessanterweise
ein Viertel trotzdem noch glaubt, dass es nicht korrekt ist, obwohl es auf der Tafel steht. Aber Sie müssen mir ja nichts glauben, Sie haben vollkommen recht. Also passt gut. Ja? Okay, und genau diese 11% hier möchte ich auch gern davon überzeugen, dass das nicht korrekt ist. Was schon richtig ist, und das sollte man also hier vielleicht den 23% noch mit auf den Weg geben, ist, dass die rationalen Zahlen genauso angeordnet sind. Die sind ein angeordneter Körper. Also wichtige Bemerkung hier, die rationalen Zahlen mit Plus und Mal sind sehr wohl ein angeordneter Körper. Also da gibt es eine Ordnung. Angeordneter Körper. Sie können auch ganz klar in dieser Art und Weise die Menge der positiven rationalen Zahlen identifizieren. Oder? Die gibt es und die haben genau die gleiche Eigenschaft. Wenn Sie die zusammen multiplizieren, wenn Sie die zusammen addieren, dann kommt immer wieder eine positive rationale Zahl heraus. Und jede rationale Zahl ist entweder positiv, negativ oder null. Also Sie sehen, eingeordnet ist dieser Körper. Und was wird jetzt halt anders sein? Ja, die reellen Zahlen wird es jetzt ausmachen, dass sie vollständig sind. Also bitte beachten Sie, bis hierhin könnten wir auch mit den rationalen Zahlen arbeiten. Aber das 13. Axiom, das Vollständigkeitsaxiom, das erst wird jetzt die reellen Zahlen ausmachen. Und deswegen werden wir hier natürlich jetzt den größten Fokus drauflegen. Also auf das letzte Axiom, das Vollständigkeitsaxiom. Und das Vollständigkeitsaxiom, also das wird das Axiom A13 sein, das leider braucht ein bisschen Vorarbeit, um es überhaupt zu formulieren. Wir müssen also jetzt ein paar neue Begrifflichkeiten einführen, damit wir überhaupt sagen können, was heißt denn vollständig? Und insofern natürlich total fies von mir, dass ich Sie frage, ob die rationalen Zahlen vollständig sind, ohne dass Sie wissen, was vollständig bedeutet. Aber so intuitiv, und wir haben uns darüber schon Gedanken gemacht, wie würden Sie argumentieren, dass die rationalen Zahlen mit diesen Verknüpfungen nicht vollständig sind? Vorschläge? Zum Beispiel die Wurzel 2 nicht dabei ist. Das ist das, was klassischerweise daherkommt. Ja, da fehlt irgendwie was, was eigentlich drin sein sollte, sodass es vollständig ist. Und da hat man eben eine Idee dazu, obwohl man nicht weiß, was vollständig bedeutet. Das ist eigentlich spannend, oder? Also vollständig bis jetzt, anschaulich, bedeutet, dass die Zahlengerade vernünftig ausgefüllt wird. Und vernünftig in dem Sinn ist, wann immer ich hier irgendwo einen Strich mache, zum Beispiel bei Wurzel 2, was auch immer das ist, da muss ich eine reelle Zahl getroffen haben. Und das wäre bei den rationalen Zahlen eben nicht der Fall. Haben wir gezeigt, Wurzel aus 2 ist keine rationale Zahl. Also der Punkt ist, hier fehlt etwas und das Vollständigkeitsaxiom ist jenes Axiom, was sowas hinzufügt. So müssen Sie sich vorstellen, also damit man die Vorstellung der Zahlen gerade gefestigt haben, axiomatisch brauchen wir noch dieses letzte Axiom A13. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Fangen wir mal vorne an. Wir fangen einmal bei grundlegenden Definitionen an und das sind welche, die Sie wahrscheinlich nicht vom Hocker hauen werden, aber wir müssen wissen, was eine obere und eine untere Schranke ist. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was das ist, dann würden Sie mir die richtige Definition sofort hinschreiben, aber wie es halt so ist, wir müssen die Dinge präzise definieren und das erste ist eben, was ist eine untere bzw. eine obere Schranke einer Teilmenge der reellen Zahlen und was sind Minimum und Maximum? Und zu allen diesen Begriffen haben Sie sofort eine Vorstellung, weil die Begrifflichkeiten so gewählt sind, dass sie anschaulich sind. Um was geht's? Es geht um eine Teilmenge der reellen Zahlen. Wir geben ihr den Namen A. A ist eine beliebige Teilmenge der reellen Zahlen und wir wollen zunächst jetzt einmal sagen, was ist eine obere Schranke? Und eine obere Schranke ist eine reelle Zahl. Wir geben ihr den Namen Xi und Xi ist es in dem Fall, also schreiben wir uns hin, also Xi aus R ist obere Schranke von A. Per Definitionen genau dann, wenn Folgendes gilt. Sie sind immer noch beschäftigt, ein Xi zu zeichnen. Okay, also das ist ein Xi. Das ist so ein griechischer Buchstabe und so. Sie, wie gesagt, Sie haben ja freie Wahl der Notation. Also wenn Sie Xi nicht mögen, dann können Sie ja Chantal oder Kevin nehmen. Also Sie wissen ja, komplett beliebig.
Aber wir werden den Buchstaben Xi des Öfteren verwenden. Also irgendwann gehen uns halt die Buchstaben unseres Alphabets aus und dann ist ganz angenehm, wenn man die griechischen halt auch noch zur Verfügung hat. Also Xi aus R ist eine obere Schranke von A. Ja, was würden Sie sagen? Wenn alle Elemente in A kleiner gleich als dieses Xi sind. Oder das hätten Sie erraten. Jetzt müssen wir das halt bloß noch präzise hinschreiben. Also jedes Element, und am besten nennt man es halt klein a in groß A, dann weiß man, dass zu A gehört, ist kleiner gleich als dieses Xi. Also noch einmal, alle Elemente in A sind kleiner gleich als dieses Xi. Ich male Ihnen ein Bildchen dazu. Stellen Sie sich vor, A wäre zum Beispiel das hier. Also darf ich vorstellen, das ist A. Und was wäre jetzt die obere Schranke von A? Das zum Beispiel, oder? Weil jedes Element in A ist kleiner gleich als dieses Xi. Also Sie sehen schon anschaulich auf der Zahlengeraden vollkommen klar, das ist halt was, was größer gleich als in irgendeinem anschaulichen Sinn das größte Element dieser Menge ist. So irgendwie, oder? Aber dieses größte Element und so weiter, das werden wir sehen, können wir so nicht verwenden. Das ist nicht mathematisch präziser. Aber nochmal die Vorstellung ist, das ist irgendwas, was rechts von allem in A liegt. Das ist eine obere Schranke. Die nächste Frage wäre sofort, wie schaut es aus mit Xi plus 1? Ist das auch eine obere Schranke? Ja. Und wie viele obere Schranken gibt es? Unendlich viele. Also wenn es einmal eine gibt, gibt es unendlich viele. Sie können also nehmen, obere Schranke plus 1, plus 2, plus 42 ist ja sehr beliebt. Aber alles ist möglich. Ja? Also das können Sie vollkommen aussuchen, wie Sie möchten. Und eine wichtige Sache, die wir hier noch sagen sollten, ist, was heißt es, dass A nach oben beschränkt ist? Also A nach oben beschränkt. Auch das, glaube sehr schnell zu erraten. A ist nach oben beschränkt, wenn es eine obere Schranke von A gibt. Ja. Aber man muss es mal definieren, es hilft ja nichts. Also A nach oben beschränkt, per Definitionen genau dann, wenn es gibt ein Xi aus R, sodass Xi obere Schranke von A ist. Also obere Schranke von A. Gut, jetzt können Sie sich auch schnell vorstellen, dass wenn es obere Schranken gibt, es vermutlich auch untere Schranken gibt. Das schreiben wir geschwinde hin. Also was bedeutet es, dass eine reelle Zahl, die wir mit Xi bezeichnen, eine untere Schranke ist? Also untere Schranke der Menge A ist. Das gilt per Definitionen genau dann, wenn für jedes Element der Menge A was gilt? Dass es größer gleich als dieses Xi ist, oder? Also jedes A muss größer gleich als Xi sein. Ich male Ihnen ein Bildchen dazu. Wir stellen uns vor, das hier wäre A. Ich zeichne es halt jetzt als Intervall oder so. Das könnte viel komplizierter und wüster sein. Stellen Sie sich gerade mal ein Intervall vor. Dann wäre es also so, dass das hier, dieses Xi hier, eine untere Schranke wäre. Wie sieht es aus mit Xi minus 1? Wäre das auch eine untere Schranke? Ja. Xi minus 42 wäre auch eine untere Schranke. Also Sie können hier beliebig viele untere Schranken wählen, indem Sie weiter nach links laufen, oder? Und deswegen bitte beachten Sie, untere Schranken und obere Schranken müssen nicht existieren, Punkt 1. Und wenn sie existieren, dann sind sie niemals eindeutig. Sie können immer obere Schranke plus 1 nehmen und kriegen eine obere Schranke, untere Schranke minus 1, kriegen eine weitere untere Schranke. Okay. Was wir auch noch definieren, der Vollständigkeit halber ist, was heißt es, dass A nach unten beschränkt ist? Ja, das heißt bei Definitionen was? Das bedeutet also, es gibt eine untere Schranke. Wow. Also, es gibt ein Xi aus R und zwar so, dass das Xi eine untere Schranke ist. Also, untere Schranke von A ist. Eine Menge ist nach unten beschränkt, wenn es eine untere Schranke gibt. So. All diese Definitionen haben Sie wahrscheinlich jetzt immens gelangweilt. Trotzdem bitte achten Sie darauf, dass Sie sie präzise kennen. Mit dem muss man wirklich arbeiten. Man muss ganz genau hinschreiben, wenn man dann irgendwann nachweisen will, es ist etwas nach oben beschränkt oder unten beschränkt, was das bedeutet. Und wenn Sie nicht wissen, was es bedeutet, können Sie nicht damit arbeiten. Und da brauchen Sie wirklich die präzisen Definitionen. Ich weiß, es kommt Ihnen fast unnötig vor, es ist aber nötig, Sie werden es an vielen Stellen dann merken, hoffe ich. Was können wir jetzt noch nehmen? Na, wir können jetzt noch folgende Begrifflichkeit hinzufügen, nicht nur nach oben und unten beschränkt, sondern wir können auch sagen, was es heißt, dass eine Menge beschränkt ist. Was heißt es, dass A beschränkt ist?
Da wollen Sie gar nichts sagen, gell? Ist mal klar. Ja, beschränkt heißt, wenn es sowohl nach oben wie auch nach unten beschränkt ist. Also diese Menge, die ich Ihnen hierhin gezeichnet habe, wäre genauso ein Beispiel. Also da hätten Sie vielleicht irgendwo ein Xi2, was auch obere Schranke wäre. Das heißt, Sie können eine obere Schranke finden, eine untere Schranke finden, schreibe ich vielleicht Xi1, und damit ist diese Menge nach oben und unten beschränkt und man nennt sie beschränkt. Also, wann ist eine Menge beschränkt? Wenn es ein Xi1 gibt, ein Xi2 gibt aus den reellen Zahlen, sodass für alle a aus a gilt, Xi1 ist kleiner gleich als a, und das wiederum ist kleiner gleich als Xi2, oder? Also, wann ist eine Menge beschränkt? Wenn sie nach oben und unten beschränkt ist. Das bedeutet, wenn es eine obere und untere Schranke gibt. Und genau das habe ich da gerade hingeschrieben, oder? Also Xi1 ist nachdem eine untere Schranke, Xi2 nachdem, was hier steht, eine obere Schranke. Und das bedeutet beschränkt. Jetzt gibt es auch unbeschränkt. Was bedeutet es, dass A unbeschränkt ist? Dass A nicht beschränkt ist. Bloß, dass wir drüber geredet haben. Also, was wir jetzt zur Verfügung haben, ist, dass wir halt wirklich beurteilen können, lassen sich Mengen irgendwie nach oben beschränken, nach unten beschränken, generell beschränken oder eben nicht. Jetzt haben wir alle diese Begrifflichkeiten zur Verfügung und ich denke, was Ihnen auch klar ist, sind viele Beispiele. Sie können sich das anhand von Intervallen sofort veranschaulichen, wenn Sie etwa haben irgendein x aus r und Sie betrachten das Intervall von minus unendlich bis x, machen wir so offen, dann wäre hier was zutreffend und was nicht, ist diese Menge a, also geben wir der den Namen a kurz, ist die nach oben beschränkt, nach unten beschränkt, unbeschränkt, nicht beschränkt, was dasselbe ist, beschränkt. Was trifft zu, was nicht? Wollen Sie sagen. Also wer ist der Meinung, dass die nach oben beschränkt ist? Super. Wer kann man obere Schranke nennen? X, oder? Klar, x plus 1 geht da, x plus 42 auch. Also nach oben beschränkt ist die auf jeden Fall, passt. Allerdings nach unten natürlich nicht. Sie können hier so viele reelle Zahlen mir sagen, wie Sie möchten. Ich finde immer eine, die kleiner ist. Und somit also nicht größer gleich dieser Zahl, die Sie mir nennen. Passt. Diese Menge ist damit beschränkt oder unbeschränkt? Unbeschränkt, weil wir keine obere Schranke gefunden haben. Wir müssten also für Beschränktheit beide Schranken finden, also sowohl eine nach unten als auch nach oben. Na gut. Warum sind beschränkte Mengen interessant? Ja, weil häufig ist es so, also die Hoffnung besteht, dass man sowas finden kann wie ein Minimum und ein Maximum. Ich muss eigentlich so sagen, häufig ist es auch so, dass man das leider nicht finden kann, aber das werden wir gleich reden. Wir wollen jetzt also definieren, was es bedeutet, dass so eine Menge ein Minimum besitzt. Und das definieren wir jetzt wie folgt. Also ein Xi aus R heißt Minimum. Also heißt Minimum der Menge A. R Definitionen genau dann, wenn was gilt. Naja, für ein Minimum soll es mal so sein, dass das eine untere Schranke ist. Also Xi sollte eine untere Schranke sein. Also Xi, untere Schranke von A, aber es muss jetzt noch was dazu gelten. Was noch? Ja, was zeichnet ein Minimum aus? Ein Minimum ist eine untere Schranke, die selbst in der Menge liegt. Also bitte beachten Sie jetzt da den großen Unterschied zu nur der Definition von unterer Schranke. Es muss jetzt zusätzlich noch in der Menge liegen. Wenn Sie also eine untere Schranke haben, die in der Menge liegt, dann nennt man das ein Minimum. Und wir werden uns überlegen, das ist das Minimum, weil es eindeutig ist. Also das Minimum einer Menge ist eine untere Schranke, die in der Menge selbst liegt. Und da gibt es natürlich eine Bezeichnung dafür, also die Notation wäre hier. Sie würden dann schreiben, Xi ist gleich das Minimum der Menge A. So schreibt man dazu, oder? Also ich glaube, das ist wenig überraschend und eine ganz grundlegende Definition. Leuchtet Ihnen ein, Beispiel dazu. Was wäre das Minimum des Intervalls von x bis y? Das sind halt passende reelle Zahlen, sage ich jetzt einmal. Also bitte x kleiner y, beides reelle Zahlen. Was wäre da das Minimum?
x, eh klar. Das ist eine untere Schranke. Warum? Weil alle reelle Zahlen in dem Intervall sind größer gleich als x und x selber liegt in der Menge. Passt. Wie wird es aussehen mit dem Minimum vom Intervall offen x bis unendlich? Was wäre hier das Minimum? Gibt es keine Vorschläge? Also x plus ganz klein 0, geht das? Aber ganz klein, also es müsste schon ein bisschen positiv sein, damit x nicht selber ist, oder? Aber das ist ein Problem. Warum? Weil Sie dann was links davon nehmen könnten, was kleiner wäre. Und damit ist es keine untere Schranke. Sehen Sie? Das ist ein Problem. Gibt es hier ein Minimum? Na, das Problem ist nämlich, eine untere Schranke finden Sie schnell. Das wäre x. Nur diese untere Schranke liegt nicht in dieser Menge. Und Sie können jetzt weitere untere Schranken weiter rechts nicht mehr finden. Das bedeutet, dieses Minimum hier existiert nicht. Ein Minimum muss nicht existieren. Also, bitte hier aufgepasst, dieses Minimum existiert nicht. Ist Ihnen klar? Sie merken irgendwie, Sie müssten noch von x aus ein bisschen nach rechts, sobald Sie aber ein bisschen nach rechts gehen, haben Sie dann wieder Elemente, die links davon liegen und damit ist es keine untere Schranke mehr. Das ist das Problem. Also, Notation, Beispiel. Jetzt machen wir natürlich genau das Gleiche in die andere Richtung. Also wir sagen noch, was bedeutet es, dass ein Xi aus R ein Maximum ist? Also Maximum von A. Und das bedeutet natürlich entsprechend, dass Xi eine obere Schranke ist. Also das ist eine obere Schranke von A. Und zudem eben erfüllt ist, dass Xi in der Menge selbst liegt. Ja, auch hier die Notation, glaube ich, liegt auf der Hand. Sofern, und das ist bitte nicht selbstverständlich, genau wie beim Minimum, das Maximum existiert, dann schreiben wir, wenn das dann Xi wäre, Xi ist das Maximum von A. Und sprechen auch so dazu. Mach mal ein Beispiel. Ich weiß, die Intervallbeispiele hauen Sie nicht vom Hocker, aber das ist halt das, was man sich vielleicht darunter vorstellen sollte. Was wäre das Maximum von dem Intervall von minus unendlich bis x? Ja, x, oder? Klar. Das ist eine obere Schranke, sie liegt in der Menge selbst. Passt. Was wäre das Maximum von minus unendlich bis x offen? Ja, das wieder existiert nicht. Genau das gleiche Argument, was wir also hier hatten, machen wir jetzt in die andere Richtung. Sie müssten also hier ganz nah an x rangehen. Da müssten Sie aber quasi über x drüber und dann hätten Sie aber Elemente, die rechts liegen. Und dann wäre es keine obere Schranke mehr. Also, zack, bumm, weg damit, existiert nicht. Und das sollte Ihnen schon ein bisschen Intuition geben, dass Minimum und Maximum noch nicht so ganz ausreichen, oder? Also das ist noch ein bisschen zu wenig. Haben Sie dazu mal Fragen? Na, also ist jetzt nicht so spektakulär, oder? Also eigentlich schon, das ist fantastisch und toll, aber sicher nicht so für Sie jetzt total Neues. Jetzt eine kleine Bemerkung. Ich habe es schon angedeutet, obere Schranken, untere Schranken sind niemals eindeutig. Im Fall der Existenz sind es Minimum und Maximum aber schon. Also beachte, im Fall der Existenz sind Minimum und Maximum eindeutig. Und hier gibt es jetzt zwei Varianten. Ich beweise Ihnen das fürs Maximum oder Minimum, jetzt hier an der Tafel, oder ich gebe es Ihnen als Übungsaufgabe. Was sind denn lieber? Beides. Ja, war klar. Okay, also was ist euch lieber? Können Sie es euch aussuchen. Eine andere Variante ist, ich deute euch an, wie man es beweisen würde und gebe es euch als Übungsaufgabe. Ist das die beste Variante? Ich deute es mal ungefähr an, führe es fast durch und gebe es euch als Übungsaufgabe. Ich glaube, dann sind alle zufrieden. Also, was müsste man machen? Zum Beispiel sagen wir mal, wir hätten jetzt eben hier eine Menge A aus R und wir hätten ein Xi1 und ein Xi2, was beides also jetzt Elemente in A sind, sodass was gilt? Ja, sie sind beide entsprechend jetzt, sagen wir, obere Schranken, oder? Also wir hätten zwei obere Schranken,
die beide in der Menge liegen. Oder auf gut Deutsch, es würde sowohl für Xi1 als auch Xi2 gelten, dass sie das Minimum, ein Maximum sind. Also wir würden schreiben, und das ist eben fast schon ein bisschen eine idiotische Notation dann, weil Maximum A sollte was Eindeutiges sein. Hier würden wir jetzt nur zum Ausdruck bringen, es ist ein Maximum. Und genauso würden wir auch sagen, Xi2 ist ein Maximum. Und bitte noch einmal, Sie sehen hier, da ist man fast schon versucht zu schreiben, ja, Xi1 ist Xi2. Aber das wissen wir eben noch nicht, oder? Ist Ihnen das klar? Also bitte, bis jetzt, wenn wir schreiben, Xi1 ist Maximum A, meinen wir, es ist eine obere Schranke, die in der Menge liegt. Jetzt ist die Frage, warum sind Sie gleich? Sie wissen eh, wie man Eindeutigkeit zeigt, oder? Also ich glaube, das hat man Ihnen schon verraten. Also Eindeutigkeit sehr häufig zeigt man so, Sie nehmen also zwei Objekte mit derselben Eigenschaft und zeigen, die sind dann dieselben. Also, wenn Sie zwei Maxima hätten, dann zeigen Sie, die sind gleich. Und damit ist es eindeutig. Weil noch einmal, wenn es zwei gäbe, wären es dieselben und damit gibt es nur eins. Also es kann nur einen geben, das ist das Highlander-Prinzip, sage ich oft dazu. Ist Ihnen das klar? Also, wie man Eindeutigkeit zeigt. Nimm zwei, zeige, sie sind dasselbe. Ihr schaut es nicht überzeugt. Da, so ein bisschen Überzeugung sehe ich da. Okay. Na, ist euch das bewusst, was zu zeigen ist? Wir schreiben es uns explizit hin, zu zeigen ist, die sind gleich. Also, zu zeigen. Und noch einmal, wir sind jetzt hier. Gell? Also, zu zeigen ist, dass Xi1 gleich Xi2 ist. Also noch einmal, es kann nur eins geben, und zwar nur ein Maximum. Ja? Nicht 2, nicht 3, nicht 42. Es gibt nur ein einziges Maximum, damit ist es eindeutig in seiner Eigenschaft. Und wie könnte man sich das jetzt überlegen? Ja, man überlegt sich einmal, was heißt ein Maximum? Maximum heißt, wir müssten haben für alle A aus A, dass das obere Schranke ist und das obere Schranke ist. Das heißt aber, A müsste kleiner gleich Xi1 sein und gleichzeitig müsste A kleiner gleich Xi2 sein. Das sind ja beides obere Schranken. Einverstanden? Beide sind aber in der Menge. Was kann ich denn für A hier wählen? Also unter Anführungszeichen setzen Sie hier A gleich Xi1 beispielsweise. Ja, Xi1 kleiner gleich Xi1, da werden wir nicht viel gewonnen haben. Aber Xi1 kleiner gleich Xi2 ist mal eine interessante Information. Und bitte beachten Sie hier, ohne dass das ein Maximum ist, wäre das nicht möglich. Weil es muss ein Element in der Menge A sein. Sonst muss das nicht zwingend gelten. Und genauso sehen Sie, wenn Sie jetzt hier unter Anführungszeichen dieses A als Xi2 wählen, dass Sie rauskriegen, Xi2 ist kleiner gleich als Xi1. Wie viele reelle Zahlen kennen Sie, sodass die eine kleiner gleich der anderen ist und umgekehrt? Wir haben im Prinzip alle reellen Zahlen, aber die sind dann halt gleich sich selber. Also, wenn 2 kleiner gleich 2 und 2 größer gleich 2 ist, dann ist 2 gleich 2. Ja, wer hätte es gedacht? Also, noch einmal, wenn Sie zeigen, etwas ist größer gleich der anderen Zahl, etwas ist auch kleiner gleich der anderen Zahl, dann muss es gleich dieser Zahl sein, oder? Und damit können wir also hier schlussfolgern, dass Xi1 gleich Xi2 sein muss. Und damit haben wir das gezeigt und überlegen wir noch gut, ob ich Ihnen das noch als Übungsaufgabe gebe. Ich will Sie ja nicht zu Tode langweilen. Also vielleicht erweitern wir das noch ein gewisses Element. Haben Sie dazu mal Fragen? Sonst bitte merken Sie sich bis nach der Pause, ich weiß, das ist ein ziemlich langer Zeitraum, dass Minimum und Maximum eindeutig sind. Das müssen wir uns merken, obere Schranken nicht, und mit dem werden wir jetzt dann bald weiterarbeiten, nach der Pause, nach dieser Uhr um 20 nach. Ja, ich habe euch da noch eine Frage freigeschalten, da könnt ihr mal ein bisschen tippen. Mit dem Beispiel werden wir uns noch ein bisschen genauer beschäftigen. Ganz kurz was, ihr habt die Lüftung jetzt eingeschalten, sollte jemandem gar zu kalt werden, bitte schreit's, gell? Also nicht, dass irgendwer krank wird. Möchte ich vermeiden, wenn es leicht geht.
Also, wir sind vor der Pause jetzt stehen geblieben bei Minimum und Maximum und das wollen wir jetzt ein bisschen weiter treiben. Wir haben jetzt also Beispiele kennengelernt, wie vielleicht auch sowas in der Richtung, was hier steht, wo wir uns vielleicht ein bisschen genauer überlegen müssen, was hier eigentlich passiert. Und wo wir vielleicht mit dem Konzept Minimum und Maximum nicht mehr so ganz auskommen und noch etwas weiteres brauchen. Ja, wenn ich mal da anschaue, also 43 von Ihnen haben da schon mal geantwortet. Ja, wir könnten wieder versuchen, die 100 zu knacken. Und die will ich Ihnen nicht ganz vorher verraten. Also, was würden Sie sagen, macht diese Menge aus? Erstens einmal, ist sie nach oben beschränkt, nach unten beschränkt, vielleicht ganz beschränkt, unbeschränkt? Gibt es da mal Ideen dazu? Was würden Sie meinen? Ist es eine unbeschränkte Menge? Nach oben beschränkt, aber nicht nach unten? Okay, also wir haben hier mal eine Aussage, nach oben beschränkt, nach unten allerdings nicht, oder? Oder umgekehrt? Oder doch beschränkt? Das ist schon ganz beschränkt, weil es ja eher ins Negative. Genau. Also das Erste, was man mal sehen könnte, ist, Sie haben es komplett korrekt gesagt, das, was hier drin steht, ist immer positiv. Alle Elemente sind positiv und damit sind Sie schon mal durch Null beschränkt. Und damit ich Ihnen das jetzt nicht gleich ganz verrate, schauen wir mal, wie Sie das da gesehen haben. Also, Sie haben es einmal, zumindest so 50% von Ihnen, als nach oben beschränkt angesehen durch 2. Ja, warum ist das sicherlich korrekt? Warum ist diese Menge sicher durch 2 nach oben beschränkt? Ja, weil für jede natürliche Zahl gilt, dass ihr Kehrwert, also 1 durch n, kleiner gleich ist, sogar als 1. Stimmt, oder? Also 1 durch eine natürliche Zahl ist immer kleiner gleich als 1 und 1 ist sogar kleiner gleich als 2. Also ist 2 auch eine obere Schranke. Passt. Das ist einmal korrekt. Ja, 1 ist eine untere Schranke. Ist das richtig? Das ist definitiv nicht richtig, weil 1/2 ist kleiner als 1. Und damit kann also 1 keine untere Schranke sein. Also ist Ihnen klar? Noch einmal. 1/2 wäre hier definitiv ein Element von A. Aber 1/2 ist kleiner als 1. Und wenn das eine untere Schranke wäre, dann müssten aber alle Elemente größer gleich sein, oder? Oder Sie können es auch so schreiben, wenn Sie möchten. Also 1/2, und das schreibt kein Mensch so, ist also nicht größer gleich als 1. Aber das ist das, um was es hier geht. Gell? Also für das nimmt man halt das Symbol echt kleiner. Dann das nächste, was Sie hier gesagt haben, ist, das Maximum von A ist 1. Ja, das schaut auch sehr vernünftig aus. Warum? Weil wir gesehen haben, 1 ist eine obere Schranke, aber 1 liegt sogar in der Menge. Also, nächster Punkt. Wir sehen, 1 ist ein Element von A. Sie müssen nur n gleich 1 setzen, dann haben Sie 1 durch 1 dastehen. 1 ist eine obere Schranke aber auch. Also obere Schranke. Und damit folgt, 1 ist das Maximum. Also das ist immer angenehm. Wenn Sie eine obere Schranke finden, die direkt in der Menge ist, dann wissen Sie, dass das Maximum und fertig. Mehr ist nicht zu tun. Wie schaut es mit dem nächsten Punkt aus? Also hier habe ich Sie gefragt, ob das Minimum der Menge 0 ist. Richtig oder falsch? Also 12% von Ihnen sind der Meinung, dass es durchaus richtig sein kann. Also Ihr Kollege sagt, es wird sich immer 0 annähern, aber eben nicht 0 werden. Also 0 ist nicht enthalten. Und das mit dem Annähern und so weiter, mir ist schon klar, Sie haben von dieser Menge eine viel bessere Vorstellung, als mal jetzt irgendwie preisgeben. Nicht? Ihnen ist klar, also Sie können sich da vielleicht so eine Art Funktionsgraphen und genau das Bild einer Funktion darunter vorstellen und so weiter. Das machen wir aber nicht. Es geht jetzt nur um die Menge an sich. Und wir sehen, 0 ist dort nicht drin. Und damit kann 0 aber auch nie und nimmer das Minimum sein. Also 0 ist nicht enthalten in A und damit folgt, also 0 kann nicht Minimum sein. Jetzt könnte es ja sein, vielleicht gibt es trotzdem das Minimum. Könnte doch sein. Vielleicht war 0 nur der falsche Kandidat. Weil das, was Sie alle richtig erkannt haben, also zumindest bis auf 12%, ist, dass 0 eine untere Schranke ist. Also es gilt natürlich für alle n aus n und damit für alle Elemente von A, dass 1 durch n größer gleich ist als 0. Also 0 ist untere Schranke. Das passt. Also aus dieser Aussage hier folgt, die ist äquivalent dazu, dass 0 eine untere Schranke ist. Aber sie ist nicht in der Menge.
Und jetzt kann es sein, dass wir uns nur ein paar Chart angestellt haben, oder? Vielleicht müssen wir halt 0 plus ein bisschen was nehmen. Vielleicht müssen wir nehmen ein 26. Haut das mit der 26. hin? Also, Ihr Kollege sagt, eigentlich nicht, das eigentlich würde ich streichen. Nein, es haut nicht hin, weil ein 27. ist kleiner als ein 26. und damit kann es keine untere Schranke sein, das 26., oder? Also Sie sehen schon, wenn ich Ihnen irgendeine Zahl jetzt da sage, dann können Sie mal immer noch eine kleinere sagen, die in dieser Menge ist, und damit finden Sie also keine solche untere Schranke, die in der Menge liegt. Und das zeigt schon, das Minimum existiert nicht. Also noch einmal, Ihnen klar, angenommen, das Minimum würde existieren, haben Sie sofort einen Widerspruch. Weil Sie können mir sofort eine Zahl sagen, die in dieser Menge liegt, 1 durch irgendwas, also 1 durch m, was kleiner ist. Also noch einmal, der Punkt ist hier, das Minimum von A existiert nicht. Angenommen, es würde existieren, schreiben Sie es sauber hin, haben Sie sofort einen Widerspruch. Okay? Also existiert nicht. So, aber trotzdem hat man doch jetzt irgendwie den Eindruck, dass 0 hier etwas Ausgezeichnetes ist. Was macht die 0 hier so besonders? Also untere Schranken haben wir viele. Also untere Schranken von A, minus 1 ist eine, minus 42 ist eine, 0 ist eine. Aber was macht 0 hier besonders? Und sagen Sie bitte jetzt nicht, das ist die einzige Zahl, die nicht negativ ist. Die größte kaufe ich Ihnen ab, genau. Und das ist der Punkt. 0 ist die größte untere Schranke. Und genau um solche Objekte dreht sich das, was wir jetzt machen werden. Wir werden jetzt eben sagen, 0 ist das Infimum dieser Menge. Und Infimum heißt einfach, das ist also entsprechend die größte untere Schranke. Und das zeichnet diese Schranke aus. Sehen Sie das? Das ist was Besonderes, dieser unteren Schranke. Sie rückt sozusagen möglichst nahe an die Menge heran, und ist damit ausgezeichnet. Und genau sowas wollen wir jetzt also definieren. Was bedeutet es, sowas zu sein wie größte untere Schranke oder umgekehrt natürlich kleinste obere Schranke? Und das definieren wir jetzt. Also Definition. Wir definieren jetzt das sogenannte Supremum oder das Infimum. Also Supremum bzw. Infimum. Und das sind zwei ganz, ganz grundlegende, wichtige Begriffe, die wir also brauchen werden und die eben genau sowas jetzt widerspiegeln, was die 0 hier in diesem Beispiel tut. So, was braucht man dazu? Gegeben sei eine Teilmenge der reellen Zahlen, die bitte nicht gerade leer ist. Also, wenn der Tag lang ist, können Sie sich ja gern mit der leeren Menge beschäftigen. Ich würde Ihnen aber empfehlen, überlassen Sie das anderen. Also, wir nehmen eine Teilmenge der reellen Zahl, die nicht leer ist. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist, dass diese Menge nach oben beschränkt ist. Also, wir setzen weiters voraus, A sei nach oben beschränkt. Wenn A nach oben beschränkt ist, gibt es einmal was? Eine obere Schranke. Also halten Sie sich gedanklich fest, es gibt jetzt mindestens eine obere Schranke. Na, die Wahrheit ist, es gibt schon unendlich viele, oder? Also, Sie haben obere Schranken zur Verfügung und jetzt wollen wir halt da auszeichnen, die kleinste von denen. Ja, Memo an mich selbst, in der Pause Tafel löschen wäre voll geschickt gewesen. Da, jetzt haben Sie Pause. Also in der Evaluierung von 2 Jahren ist, glaube ich, drin gestanden, dass das Tafellöschen eh die angenehmsten Momente der Vorlesung sind. Ich habe dann daheim geweint. Also wenn Sie sich das jetzt denken, müssen Sie es mal nicht sagen. Na, und jemand hat reingeschrieben, dass sie, während ich Tafel lösche, nichts reden soll. Das war Atem. Also so konstruktive Vorschläge müssen Sie nicht erst in die Evaluierung schreiben, die können Sie mal auf einen Zettel geschrieben unter der Tür durchschieben. Also jederzeit willkommen. Also A ist nach oben beschränkt, das setzen wir voraus. Und noch einmal, wir wollen jetzt nicht irgendeine obere Schranke haben, sondern die kleinste. Und die definieren wir jetzt. Wir sagen, was das sogenannte Supremum sein soll. Und das heißt also, das ist irgendwie das Oberste. Aber das Oberste, und zwar nicht zu weit weg.
Also noch einmal übersetzt heißt es, das oberste, das ist das sogenannte Supremum der Menge. Und das soll sein, die kleinste obere Schranke. Wie können wir das definieren? Also ich gebe Ihnen jetzt eine Aufgabe. Sie haben jetzt Handwerkszeug zur Verfügung. Wir haben gelernt, was eine obere Schranke ist, was vielleicht irgendwie das Kleinste, das Größte ist. Und Sie sollen jetzt hier rigoros hinschreiben, was ist die kleinste obere Schranke? Was müssen Sie tun? Ja, Sie können jetzt ins Skript umschauen und ablesen. Das ist eine Herangehensweise. Also heutzutage beliebt Sie googeln. Aber vielleicht eine andere Variante wäre jetzt, sich wirklich selbst zu überlegen, wie kann ich das zusammenstöpseln, dass das dasteht, was ich Ihnen gesagt habe. Also noch einmal, Sie wollen die kleinste obere Schranke. Wie bilden Sie das Kleinste? Wir stoppen ganz kurz da. Das Kleinste, da werden wir ein Minimum brauchen, oder? Also die Antwort auf die Frage, was ist das Kleinste von einer Teilmenge von reellen Zahlen, die verdienen das Minimum, sofern es das Ding gibt. Und jetzt müssen wir halt sagen, das Minimum von was? Ja, von allen oberen Schranken. Wir wollen die kleinste obere Schranke haben und damit steckt man jetzt in dieser Menge alle oberen Schranken rein. Das heißt, wir nehmen alle Xi aus R, sodass was gilt? Ja, für alle A aus A soll gelten, A ist kleiner gleich Xi. Bitte beachten Sie, dass diese Bedingung bedeutet, Xi ist obere Schranke. Ist in der Menge überhaupt was drin? Es könnte jetzt sein, dass diese Menge, von der ihr das Minimum bildet, dass da gar nichts drin ist. Warum ist schon was drin? Weil wir schon gesagt haben, A ist nach oben begrenzt. Also, Ihr Kollege sagt, A ist nach oben beschränkt, ja, das heißt gerade, es gibt eine obere Schranke. Und damit ist diese Menge also bitte nicht leer. Also, diese Menge beinhaltet mindestens ein Element. Und wenn sie mal eins beinhaltet, dann auch beliebig viele nach rechts, wie Ihnen intuitiv klar ist, oder? Also das heißt, von dieser Menge hier nehmen wir jetzt das kleinste Element, ja geht das immer? Falls existent. Also falls dieses Minimum existiert, und wir haben gesehen, ein Minimum muss nicht immer existieren, oder? Dann nennen wir das Supremum der Menge. Also dieses Sub A wäre dann das Supremum von A. Und noch einmal das Supremum, genauso müssen Sie sich merken, das Hinschreiben ist dann der nächste Schritt. Das Supremum einer Menge ist also die kleinste obere Schranke. Das muss man sich merken. Und dann muss man es halt präzise hinschreiben. Aber das ist das, was zu merken ist. So, jetzt haben wir mal dieses Supremum zur Verfügung. Jetzt kann man sich gleich mal vorstellen, dass es, wenn es das Supremum gibt, auch das Bordeaux nach links geben muss. Und das ist eben das Infimum. Was ist das Infimum einer Menge? Und das ist das Zweite, was wir hier definieren möchten. Das Infimum einer Menge wollen wir dann bilden, wenn die Menge nach unten beschränkt ist. Also wenn die Menge nicht nach unten beschränkt ist, dann können Sie also da nicht zwingend eine sinnvolle Menge von unteren Schranken hinschreiben, oder? So wie es bei den oberen Schranken auch der Fall war. Und deswegen sei jetzt A nach unten beschränkt. Und dann definieren wir das sogenannte Infimum der Menge A als was? Sofern das jetzt, was wir hinschreiben, halt existiert. Ja, was werden wir nach links haben wollen? Nach links wollen wir haben alle unteren Schranken und von allen unteren Schranken die größte, oder? Deswegen bilden wir jetzt das Maximum, weil wir das Größte haben wollen. Also, wenn man es größtmöglich haben will, dann probiert man das Maximum zu bilden. Und von was? Na, von allen unteren Schranken. Heißt, wir nehmen uns alle Xis aus R, für die gilt, dass jedes Element in A größer gleich ist als Xi. Und diese Bedingung, die hier steht, bedeutet also nichts anderes als, dass Xi eine untere Schranke ist. Und bitte beachten Sie, es gibt mindestens eine untere Schranke und damit schon unendlich viele. Also diese Menge ist auch nicht leer, sondern die ist sogar ziemlich gewaltig. So, das muss auch nicht existieren. Also dieses Maximum, da muss es auch nicht geben, aber wenn es dieses Maximum gibt, dann nennt man es also das Infimum.
der Menge A. Also das unterste. Und bitte beachten Sie den Unterschied in der Sprechweise. Das Infimum so übersetzt heißt so viel wie das unterste und das Supremum das oberste. Was ist denn der Unterschied zu das kleinste, das größte? Ist Ihnen klar, wo jetzt da der Unterschied ist? Supremum und Infimum müssen wo nicht liegen? Sie wollten lieber was anderes sagen? Naja, da gibt es auch nichts Größeres, okay, in dem Sinn. Aber jetzt nochmal der Unterschied zwischen Infimum, Supremum und Minimum und Maximum. Ja, es muss nicht in A sein. Es muss nicht in der Menge liegen. Und deswegen, das Kleinste, das Größte suggeriert, es liegt in der Menge. Und das Oberste, das Unterste heißt nur, das ist möglichst nahe an der Menge dran. Ich male Ihnen natürlich jetzt sofort Beispiele hin. Die Beispiele sind wenig spektakulär, aber ich glaube, sie geben uns eine Idee. Also, nehmen wir ein Intervall von dieser Form. Das da wäre unsere Menge A. Die ist nicht leer, nach oben und unten beschränkt, bitte x und y reelle Zahlen, x kleiner y. Und was ist jetzt das Supremum und was ist das Infimum? Was wir sofort erkennen können ist, dass hier sogar was existiert? Y ist das Maximum. Was ist dann das Supremum? Y. Wenn Sie ein Maximum bzw. ein Minimum haben, dann haben Sie Glück gehabt, dann müssen Sie keine weiteren Gedanken mehr machen. Das ist dann entsprechend das Infimum bzw. Supremum. Also, schauen wir nach, warum das so sein muss. Supremum von A. Warum ist das sofort und vollkommen klar die kleinste obere Schranke? Ja, weil es in der Menge selbst liegt. Also es liegt in der Menge selbst. Und damit können Sie also entsprechend keine kleinere finden, oder? Weil Sie nicht mehr nach links können. Also, es ist klar, wenn Sie mal das Maximum bilden können, sprich das existiert, dann ist es automatisch das Supremum. Ein bisschen diffiziler ist es hier links. Hier links können Sie also verschiedenste untere Schranken finden. Aber von Interesse ist die Schranke, die größtmöglich ist. Und das ist hier ganz klar x, oder? Also x ist die größtmögliche Schranke, damit wäre also das Infimum dieser Menge ax, aber bitte aufgepasst, das Minimum existiert nicht. Also Minimum von a existiert nicht. Und jetzt sehen Sie, inwiefern wir mit Infimum Supremum jetzt etwas erweitert haben konzeptionell. Also hier wäre x das eben unterste, also das unterste nahe an der Menge dran, ist aber nicht in der Menge selbst drin, also nicht das kleinste. Wenn Sie es also jetzt begrifflich so haben möchten, oder? Damit wir das ein bisschen mit unserer Alltagssprache in Verbindung bringen. Haben Sie dazu mal Fragen? Haben wir eigentlich irgendwo gesagt, dass die Elemente der reellen Zahlen überhaupt ordnungsbar sind, beziehungsweise was größer und kleiner bedeutet? Ich meine, ja, das steckt in den Anordnungsaxiomen. Also Ihnen ist, glaube ich, ganz klar, was größer gleich kleiner gleich bedeutet, echt kleiner, echt größer. Ich habe mir jetzt nicht die Zeit genommen, Ihnen das auf die Tafel zu schreiben. Im Skriptum haben wir es ganz genau definiert. Was heißt denn, dass das x echt größer y ist? Dass x minus y positiv ist. Das sind also Begrifflichkeiten, ich weiß, die kennen Sie eigentlich schon. Ich stimme Ihrem Kollegen vollkommen zu, eigentlich müsste man das alles ganz rigoros definieren. Nur irgendwo müssen wir ja mal mit was arbeiten. Okay? Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen ausgespart. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Ihnen die Begriffe größer, kleiner, kleiner gleich, größer gleich vertraut sind und deswegen habe ich Ihnen die Definitionen nicht hingeschrieben. Also ist ganz schlimm. Na, ich glaube, es geht, oder? Aber also vollkommen richtig, ganz präzise müsste man das alles einzeln definieren. Zum Beispiel habe ich Ihnen ja auch nicht gesagt, was jetzt zum Beispiel 1 durch x bedeutet, oder? Ja, das ist halt x hoch minus 1, also eine Bezeichnung des inversen Elements bezüglich der Multiplikation. Aber wenn ich halt da jede einzelne Definition, die Sie ja aus der Schule meistens eh schon kennen, aus anderen Veranstaltungen wie der linearen Algebra vielleicht schon gehört haben, dann kommen wir halt nirgendwo hin. Und wenn ich jetzt noch lange drüber rede, auch nicht. Das ist auch ein Problem. Deswegen machen wir da weiter. Okay, dritter Punkt, das war nur ein Beispiel. Ist jetzt noch was Notationelles. Manchmal ist es so, dass man trotzdem hinschreiben will, Supremum von irgendwas ist irgendwas, ohne dass die Menge nach oben beschränkt ist, ja, aber dann schreibt man unendlich. Also, Beispiel, wenn A nach oben unbeschränkt ist,
dann schreiben wir hierfür, und das ist die Definition von folgender Notation, dass das Supremum von A unendlich ist. Und bitte, unendlich hier ist keine reelle Zahl. Das soll nur zum Ausdruck bringen, dass das nach oben unbeschränkt ist. Ja? Keine reelle Zahl. Das Supremum existiert hier nicht. Da gibt es nicht einmal eine obere Schranke. Ja? Aber trotzdem schreiben wir also, Supremum A ist unendlich und wollen nur damit sagen, dass A nach oben unbeschränkt ist. Detto, wenn A nach unten unbeschränkt ist, nach unten unbeschränkt ist, dann schreiben wir also auch hierfür, dass das Infimum von A minus unendlich ist und wollen nur zum Ausdruck bringen, Achtung, da kann man also die Menge nach unten nicht beschränken. Und das passt halt gut zusammen, weil sozusagen die kleinste und falsch, die größte untere Schranke wäre im unteren Fall halt minus unendlich. Aber bitte aufgepasst, das ist keine reelle Zahl. Das ist also nur die Vorstellung dazu. Sie können so weit nach links gehen, wie Sie wollen, und Sie werden also nie eine untere Schranke finden, und damit existiert keine, und wir vergeben also hierfür die Bezeichnung minus unendlich. Passt? Das ist nur teilweise ganz praktisch, damit man das also hier so hinschreiben kann. Bitte, im Fall der Existenz, das ist noch was wichtig ist, sind Infimum und Supremum immer reelle Zahlen. Also ich glaube, das ist Ihnen bewusst, oder? Also falls existent, weil das ja die kleinste obere bzw. die größte untere Schranke ist, jetzt habe ich es wahrscheinlich verkehrt rum gesagt, also die kleinste obere, größte untere Schranke ist, sind es dann immer reelle Zahlen. Also, falls die existieren, sind Supremum und Infimum natürlich selbst wieder reelle Zahlen. Und Sie sehen also hier bitte, da sind es dann keine reellen Zahlen. Das Infimum, das Supremum existiert nicht. Das ist nur eine Notation. Okay. Haben Sie jetzt irgendwie Bedenken, dass Supremum und Infimum existieren von solchen Mengen? Also können Sie mal jetzt irgendwie ein Beispiel nennen, wo zum Beispiel hier, weil ich da schreibe, falls existent, dieses Maximum nicht existiert. Die haben ausgeschlossen. Ja. Aber sehr guter Einwand. Genau, die leere Menge wäre ein Problem. Sonst hoffe ich aber, dass Sie mal kein Beispiel nennen können. Was glauben Sie, wird jetzt das Vollständigkeitsaxiom sein? Das Vollständigkeitsaxiom wird bedeuten, dass wir diese Bedingung immer streichen werden. Die Annahme, dass dieses Maximum stets existiert und dass dieses, wo haben wir es denn da stehen, also dieses Minimum stets existiert, das wird jetzt das Vollständigkeitsaxiom sein. Das Vollständigkeitsaxiom sagt also, dass jede nach oben beschränkte, nicht leere Menge ein Supremum besitzt. Und ich glaube, dass das Ihrer Anschauung entspricht. Wenn die nach oben beschränkt ist, dann müssen Sie irgendwie ganz nah an die Menge ran können und irgendwie muss es da diese Zahl geben, oder? Das hat man so im Gespür. Aber das ist ein Axiom, das müssen Sie fordern. Und genauso in die andere Richtung, oder? Sie müssen möglichst nahe an diese Menge von der anderen Seite rankommen und das ist dann das Infimum. Und die Existenz beider ist ein Axiom. Da können Sie dran glauben oder nicht. Aber wie gesagt, ich bitte Sie, glauben Sie daran. Also ich will jetzt da nicht irgendwie so religiös werden, aber es ist wirklich entscheidend, damit wir über dasselbe reden. Wenn Sie das ablehnen, dann arbeiten Sie sozusagen nur am Level der rationalen Zahlen, sage ich jetzt einmal. Entscheidend ist, das hier ist etwas, was für die rationalen Zahlen nicht mehr funktioniert, für die reellen aber sehr wohl. Wir formulieren jetzt also das Vollständigkeitsaxiom, also letztes Axiom, A13, und das komplettiert die reellen Zahlen, also Supremum und Infimum unter passenden Voraussetzungen existieren stets und wir können es wie folgt notieren. Für alle Teilmengen der reellen Zahlen, die nicht bitte gerade leer sind und sinnvollerweise nach oben beschränkt, also nach oben beschränkt, gilt was? Naja, es gilt, dass das Supremum von A existiert. Und existiert heißt hier selbst dann wieder eine reelle Zahl ist. Also sprich, dass dieses Minimum, was man dort bildet, existiert. Und das ist das Vollständigkeitsaxiom. Also sobald Sie eine nach oben beschränkte, nicht leere Teilmenge der reellen Zahlen haben, dann hat die ein Supremum. Jo? Bisschen lauter, bitte. Das schauen wir uns natürlich jetzt anhand von einem Beispiel an. Ja? Also die rationalen Zahlen versagen diesbezüglich. Und das wollen wir natürlich sehen, wo die versagen. Ja? Aber soweit können Sie euch das einmal vorstellen.
Also bitte das, was ich euch da zunächst verklickert habe, das ist eigentlich fast schon gemein von mir, ist, ich sage, Achtung, Achtung, das Maximum muss es nicht geben. Aber in unseren reellen Zahlen, die wir täglich verwenden, also so beim Einkaufen im Supermarkt und so, da ist es also so, dass diese Bedingung automatisch immer erfüllt ist, weil das unsere Vorstellung und unsere Axiome an die reellen Zahlen sind. Ja? Also bitte dieses falsch existent könnt ihr euch irgendwie gleich gedanklich streichen, aber dass man es streichen kann, das ist ein Axiom und das macht die reellen Zahlen aus. Und jetzt werden wir uns anschauen, was der Unterschied zu den rationalen ist. Wenn ich mich so anstelle, dann verstehe ich schon, warum Tafellöschen so toll ist. Beispiel. Was für eine Menge könnten wir uns denn mal anschauen? Also, ich nenne sie wieder A. Bitte, A ist nur eine Bezeichnung. Ja? Schauen wir uns mal folgende Menge an. Wir nehmen die Menge aller rationalen Zahlen, für die Folgendes gelten soll. Und zwar, dass deren Quadrat, was nehmen wir denn da jetzt am besten, kleiner gleich ist als 2. Was ist so Ihr Gefühl zu dieser Menge? Also, wenn Sie die so anschauen, wie fühlen Sie sich dabei? So nach oben beschränkt, nach unten beschränkt. Sie fühlen sich nach oben beschränkt? Ja, ich auch. Definitiv. Warum? Was wäre hier eine obere Schranke? Da kann man eine nennen. Ja, 2 wäre zum Beispiel eine. Warum? Weil 2 zum Quadrat wäre schon 4. Und wir sehen also, dass alle rationalen Zahlen, deren Quadrat kleiner gleich 2 ist, sicher kleiner gleich als 2 sind. Ihnen klar? 2 Quadrat ist 4. Und wir können uns sicher sein, dass für alle rationalen Zahlen gilt, wenn ihr Quadrat kleiner gleich ist als 2, dann folgt daraus, dass die Zahl selber kleiner gleich als 2 ist. Schon, oder? Weil, ich meine, das Quadrat wäre bereits 4. Und wir wissen, wie die Quadratfunktion ausschaut, oder? Also, die ist sogar streng monoton wachsend, wissen wir eh. Und damit ist uns also bewusst, diese Menge ist nach oben beschränkt, zum Beispiel durch 2. Also 2 ist die obere Schranke dieser Menge. Sie können auch 3 nehmen oder 4. Also obere Schranke von A. Und wie muss man sich die Menge jetzt vorstellen? Ja, was ist denn genau die kleinste obere Schranke von A? Kennen wir die vielleicht? Es gibt also da mal einen Vorschlag, was würden Sie sagen? Das ist eigentlich die Münze aus 2, aber die ist nicht existent. Warum ist die nicht existent? Also, da irgendwo, bei 1,41 und sowas, glaube ich, da liegt irgendwo die Wurzel aus 2. Das ist irgend so eine reelle Zahl. Aber was ist denn die überhaupt? Hat Ihnen die mal wer definiert? Ist eigentlich unklar, was das sein soll, oder? Ja, ich sage Ihnen, was es ist. Das ist das Supremum dieser Menge. Das ist die kleinste obere Schranke. Das ist jene Zahl, die quadriert, also entsprechend genau 2 gibt, oder? Und Sie sehen aber bitte, das ist definitiv kein Maximum. Warum ist es kein Maximum? Weil wir schon gezeigt haben, eine Zahl mit dieser Eigenschaft ist keine rationale Zahl. Also bitte, Sie sehen hier, das Maximum existiert nicht. Maximum von diesem A existiert nicht. Warum? Weil wenn diese Zahl existieren würde, und Sie erinnern sich genau an diesen Widerspruchsbeweis, den wir gemacht haben, also der alten Griechenbeweis und so, da ist es also so, dass wir angenommen haben, es gäbe so eine Zahl und gesehen haben, das führt zum Widerspruch. Damit kann es keine solche rationale Zahl geben. Damit kann es aber auch hier kein Maximum geben. Das existiert nicht.
Das ist blöd, jetzt kann man aufhören. Aber der Punkt ist, wir haben das Vollständigkeitsaxiom. Diese Menge ist nach oben beschränkt. Warum ist sie nicht leer? Ja, 1 ist drin. 1 Quadrat ist kleiner gleich 2, damit ist die Menge nicht leer. A ist nach oben beschränkt. Und was sagt das Vollständigkeitsaxiom? Also, lass mal A13 drauf los. Es sagt, das Supremum, das gibt's. Bitte, das ist nicht klar. Vollkommen nicht klar. Warum soll es das geben? Warum soll jetzt dieses Minimum da existieren? Aber das sagt uns das Vollständigkeitsaxiom. Das Supremum von A ist selber wieder eine reelle Zahl. Und wie nennt man dieses Supremum von A? Ja, das können Sie jetzt definieren als Wurzel aus 2. Also die Wurzel aus 2 nennt man das Supremum dieser Menge. Also das ist die, wenn Sie so wollen, eben oberste rationale Zahl. Nein, es ist eben selber keine rationale Zahl mehr, das ist dann der Punkt, also das zu oberste da dran, sodass Sie also noch das Quadrat kleiner gleich als 2 hinkriegen. Und Ihnen ist klar, das ist die Zahl, deren Quadrat genau dann 2 wird, oder? Also im positiven Bereich. Sehen Sie die Notwendigkeit, dass es sowas gibt? Also ich zumindest hätte gern die Wurzel aus 2. Und ich muss jetzt zugeben, wenn man nur so algebraische Zahlen haben will, dann müsste man den ganzen Aufwand noch nicht treiben. Aber wenn Sie dann sowas haben wollen wie Pi, die Kreiszahl, wie Sie wissen, die Eulersche Zahl, über die wir auch sprechen werden und so weiter und so fort, dann hätten Sie sehr schnell sehr große Probleme, wenn Sie die reellen Zahlen nicht so akzeptieren. Und Sie sehen schon also schnell, dass man mit den rationalen Zahlen halt einfach nicht mehr auskommt. In den rationalen Zahlen würde also hier das Supremum nicht existieren. Da haben Sie also das Problem, Sie können keine rationale Zahl finden, die in diesem Sinn dann kleinste obere Schranke ist, oder? Das geht nicht. Allerdings in den reellen Zahlen funktioniert das genauso. Soweit klar? Gut. Weiteres Beispiel. Ich würde sagen, wir nehmen genau das Beispiel, was wir hier haben. Also, wir sehen da diese Menge. A ist gleich. Also Sie dürfen sie gerne mal anders nennen oder so, aber bleiben wir bei A, die da. Und was wir jetzt schon erkannt haben ist, dass das Minimum nicht existiert. Wir haben aber auch schon eine ziemliche Intuition dazu bekommen, dass entweder mal 0 nicht nur irgendeine untere Schranke ist, sondern sogar die größte. Nur, Sie können viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Also wenn Sie mal jetzt sagen, 0 ist die größte untere Schranke, dann muss ich Sie natürlich fragen, warum? Sie können ja viel behaupten, aber Mathematik funktioniert halt immer ein bisschen anders als Politik. Sie müssen das dann wirklich beweisen. Also Sie müssen wirklich sagen, warum das so ist und können nicht nur Aussagen treffen. Wie zeigt man das? Also noch einmal, die Behauptung hier ist, Behauptung wäre also, 0 ist das Infimum dieser Menge. Und mir ist vollkommen klar, intuitiv haben Sie keinen Zweifel dran. Also 1 durch n für n sehr groß, das kommt ganz, ganz nahe an die 0 ran. Die 0 werden Sie nie ganz erreichen, aber das ist ein bisschen esoterisch ausgedrückt. Das muss man wirklich rigoros sich jetzt überlegen. Also warum ist 0 das Infimum? Wie würden Sie das zeigen? Wir fangen mal so an. Was müssen wir denn überhaupt zeigen? 2 Dinge sind zu zeigen. Also eine Behauptung will bewiesen werden, sonst ist sie traurig. Und deswegen beweisen wir jetzt diese Behauptung in 2 Schritten. Was müssen wir zeigen, damit etwas das Infimum ist? Was muss es denn sein? Achtung, Minimum ist sowieso ein Problem, weil es das nicht gibt. Was muss nach unten beschränkt sein? Einmal die Menge. Okay, die Menge, also Ihr Kollege hat vollkommen recht, er hat sich genau die Voraussetzungen angeschaut, was sehr gut ist. Also wir müssen einmal die Voraussetzung haben, dass es eine nicht leere, nach unten beschränkte Menge ist. Und der Punkt ist, wir müssen einmal überlegen, dass sie nach unten beschränkt ist. Kriegen wir das hin? Ja, wir haben schon gesagt, 0 ist untere Schranke, das haben von Ihnen die meisten komplett richtig erkannt. Dass sie nicht leer ist? Ja, 1 ist zum Beispiel drin. Okay, abgehakt. Also wir können jetzt hier sinnvoll das Infimum suchen gehen. Das Infimum muss existieren nach dem Vollständigkeitsaxiom. Und also ich finde immer, es ist gut, wenn man weiß, dass was existiert, bevor man suchen geht. Sonst ist das eher so wie bei den Kreuzrittern, die den Heiligen Gral suchen gehen. Da kann man lang danach suchen, wird man halt nicht finden. Und wir wissen, dass es den Heiligen das Infimum gibt. Ja? Also 0 ist nicht der Heilige Gral, aber das Infimum dieser Menge. Also da sind wir uns im Klaren, ja? Aufgrund des Vollständigkeitsaxioms gibt es das Ding. Und wir müssen es bloß noch suchen. Und finden wäre gut.
Und das ist die Behauptung, wir haben eine Vermutung, wir müssen sie nachweisen. Was müssen wir tun? Zwei Schritte. Was ist nochmal das Infimum? Das Infimum ist die größte untere Schranke. So, wenn man zeigen will, dass es die größte untere Schranke ist, muss man zunächst einmal zeigen, dass es eine untere Schranke ist. Wenn 0 nicht einmal eine untere Schranke wäre, hätte man gleich schon verloren. Und 0 ist aber untere Schranke, auch das haben wir uns schon überlegt, weil für jedes Element A aus A was gilt? Ja, 0 ist kleiner gleich als 1 durch n, also so ein A, oder? Das haben Sie ja schon richtig erkannt. 0 ist eine untere Schranke. Und jetzt müssen wir zeigen, 0 ist die größte untere Schranke. Zweiter Schritt, also zu zeigen, 0 ist nicht nur irgendeine, sondern die größte untere Schranke. Also 0 ist größte untere Schranke von A. Und wie würden Sie das jetzt zeigen? Bitte, mir ist bewusst, dass Ihnen das intuitiv vollkommen klar ist. Aber es geht darum, das präzise aufzuschreiben jetzt. Wie würden Sie vorgehen? Kapitulieren oder? Ein bisschen lauter bitte. Also Sie dürfen gerne schreien. Also Sie meinen nur, wenn Sie jetzt eine größere untere Schranke hätten, dann können Sie es schreiben als 1 durch n für irgendein. Und wie wäre es dann mit 1 durch Wurzel 2? Prinzipiell guter Gedanke, guter Ansatz, in der Durchführung suboptimal. Also kommen wir nicht ganz hin, oder? Also das Problem ist, Achtung, größere reelle Zahlen als 0 muss man bei Weitem nicht schreiben können als 1 durch n für irgendeine natürliche Zahl n, oder? Kommen wir nicht hin. Das ist das, was zu tun ist. Und wie zeigt man denn jetzt am besten, dass es keine größere untere Schranke gibt? Aber das ist genau der richtige Ansatz. Indem man... Wenn ich eine Zahl größer 0 nehme, und dann dieses... Und was annehme? Und annehme, dass ich dann immer mit 1 durch n a kleiner... Wunderbar, Punkt. Was macht Ihr Kollege da? Einen Widerspruchsbeweis. Er nimmt an, es gäbe eine größere untere Schranke und bringt das auf einen Widerspruch, oder? Und genau das muss man hier machen. Bitte, das ist jetzt, ich kann Ihnen das nicht pauschalisieren, aber typischerweise werden Sie sich blutig hart tun, zu zeigen, dass etwas ein Supremum, ein Infimum ist, so direkt durchhinrechnen. Das wird kaum gehen. Also Supremum und Infimum sind relativ komplizierte Objekte. Und sehr oft wird man halt eine Behauptung aufstellen und die durch Widerspruch zeigen. Das, ich meine im Prinzip, wenn Sie es durch Widerspruch zeigen können, müssten Sie es eigentlich genauso direkt zeigen können. Aber von der Beweistechnik her werden Sie meistens hier indirekt mehr Erfolg haben. Das ist bitte ein metamathematischer Satz und nur so, ja, Lebenserfahrung. Also wenn Sie Mathematik zum Leben zählen wollen, dann ist es also so, dass entsprechend hier bitte die meistens der Weg ein indirekter Beweis ist. Und das machen wir jetzt hier, also indirekter Beweis. Wir nehmen die Widerspruchsannahme an. Und meine Widerspruchsannahme ist, was? Ja, 0 ist nicht die größte untere Schranke, was aber bedeuten würde, es gäbe eine größere untere Schranke. Also auf gut Deutsch, es gibt ein Xi größer 0. Es müsste ja größer als diese untere Schranke sein. Mit welcher Eigenschaft? Sodass für alle natürlichen Zahlen das 1 durch n größer gleich wäre als dieses Xi. Das wäre die Widerspruchsannahme. Stimmt so? Also, jedes Element in A, und die schauen genauso aus, 1 durch n für n natürliche Zahl, müsste größer gleich als Xi sein. Und Xi müsste eine größere untere Schranke sein, also damit größer als 0. Warum geht denn das nicht? Also beim Widerspruchsbeweis, sagen wir mal, wäre es ganz gut, wenn am Ende ein Widerspruch rauskommt. Sonst ist es ein Widerspruch, aber kein Beweis. Dass man Limes gegen unendlich laufen. Was ist denn bei Limes gegen unendlich? Ja, dann geht es gegen 0. Und das heißt?
Also, wir haben zwei Probleme. Wir wissen nicht, was Limes, was Grenzwert heißt, was gegen Null gehen heißt. Und ich kann Ihnen aber gleich schon verraten, natürlich werden wir darüber sprechen, was das bedeutet. Und wenn Sie diese Aussage verwenden möchten, dass der Grenzwert Null ist für n gegen unendlich, dann werden Sie genau dasselbe machen, was wir, oder was Ähnliches machen, was wir jetzt tun. Das ist nur eine Umformulierung des Problems. Es steckt hier ein etwas grundlegenderes Gedanke dahinter. Schreiben wir uns vielleicht das, was da steht, nochmal genauer hin. Also übrigens, wenn hier sowas steht wie es gibt ein Xi größer 0, dann sage ich immer, wenn es gibt ein da steht, bitte dann nehmen Sie das, was es gibt. Eigentlich müsste man jetzt schreiben, wir wählen ein solches Xi, was wir hier postulieren. Ja? Aber es ist schon klar, dass wenn es ein solches gibt, noch einmal, dann werden wir das jetzt verwenden. Und das schreibe ich nicht explizit dazu. Also Sie nehmen jetzt an, dieses Xi mit dieser Eigenschaft und mindestens so eines behaupten wir, dass es gibt, das verwenden wir jetzt. Und wir schreiben uns die Bedingung, die da steht, noch einmal ein bisschen anders hin. Also für alle natürlichen Zahlen müsste gelten, dass was der Fall ist. Ja, Sie können natürlich hier jetzt entsprechend auf beiden Seiten den Kehrwert bilden. Was passiert denn dann? Was passiert denn, wenn Sie bei einer Ungleichung den Kehrwert bilden? Gibt es da Meinungen dazu? Erstens einmal, warum kann ich es auf beiden Seiten bilden? Ja, weil Xi ist positiv, kann den Kehrwert bilden. 1 durch n ist positiv, kann den Kehrwert bilden. Was passiert? Okay, der Kehrwert von 1 durch n ist n. Dann muss man halt so eine Doppelbruchversicherung abschließen, aber geht. Und 1 durch Xi ist der Kehrwert von Xi. Passt. Aber die Frage, die ich an Sie stelle, ist, was passiert mit dem Ungleichheitszeichen? Das dreht sich um. Also bitte aufgepasst, beim Kehrwertbilden dreht sich das Ungleichheitszeichen um. Das ist eine monoton fallende Funktion, sogar streng monoton fallend. Also dreht sich das Ungleichheitszeichen um. So, was steht jetzt also da? Es steht da, und jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich das überhaupt richtig gemacht habe, also, dass eben n die natürliche Zahl kleiner gleich sein müsste als dieser Kehrwert 1 durch Xi. Können Sie jetzt entsprechend sowas immer finden? Also würden Sie sagen, das geht oder das geht nicht? Gibt es so ein Xi? Na, warum nicht? Also ist Ihnen schon klar, was das Problem ist. Das da ist eine fixe, reelle Zahl. Das ist irgendwas größer 0. Und was steht da? Dass jede natürliche Zahl kleiner gleich ist als eine feste, reelle Zahl. Ja, aua. Also nochmal. 0, 1, 2, das sind die natürlichen Zahlen. Und jetzt haben Sie da irgendwo das 1 durch Xi. Mann, das kann jetzt beliebig groß sein, nicht? Das muss jetzt nicht zwischen 2 und 3 liegen. Das kann vielleicht 42.839 sein, das wäre sehr wahrscheinlich. Und dann werden Sie aber trotzdem eine natürliche Zahl finden, die größer ist. Und das nennt man das archimedische Prinzip. Also, nochmal, das archimedische Prinzip sagt Ihnen, Sie können zu jeder reellen Zahl eine natürliche Zahl finden, die größer ist. Ich weiß, das kommt Ihnen vollkommen normal vor. Wie würden Sie denn dieses archimedische Prinzip beweisen? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Nehmen Sie das Vollständigkeitsaxiom. Also das archimedische Prinzip kriegen Sie im Prinzip genau aus den Axiomen, die wir über die reellen Zahlen eben hingeschrieben haben. Und ich weiß, Ihnen kommt eh vor, man muss nichts zeigen. Das hier ist offensichtlich falsch. Es kann nicht sein, dass jede natürliche Zahl kleiner gleich ist als eine reelle Zahl. Das geht nicht, oder? Und damit ist es also hier bereits der Widerspruch, ganz offensichtlich. Und damit kann also keine größere untere Schranke als 0 existieren und damit ist 0 die größtmögliche untere Schranke und damit das Infimum. Einverstanden? Eine Minute müssen Sie mir bitte noch gönnen. Ich probiere es Ihnen morgen zurückzugeben. Im nächsten Abschnitt finden Sie ein bisschen was zu Ungleichungen, also auch monotone Funktionen, streng monotone und so weiter, über quadratische Ungleichungen, über Bruchungleichungen. Wie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen sein wird, sind es natürlich Dinge, die wir bereits im Pro-Seminar machen. Das werden wir morgen nicht besprechen. Sollten Sie bei sich entsprechende Defizite entdeckt haben, was das Rechnen mit Gleichungen und Ungleichungen angeht, dann würde ich Ihnen empfehlen, diesen Abschnitt nochmal
recht pedantisch durchzulesen. Und wir werden also dann morgen beginnen auf Seite 26 mit reellen Funktionen. Danke für heute.